bin jetzt hier bei Thorsten und er möchte uns von seinem Experiment berichten. Thorsten, erzähl doch mal. So, wir haben ein Experiment dazu gemacht, wie Menschen ihre Wahrnehmung schärfen. Und da gab es so zwei Ideen dazu. Die eine Idee war, was sich verbessert, wenn wir lernen, bestimmte Dinge wahrzunehmen, ist, dass die sensorischen Repräsentationen im Gehirn sich verbessern. Die andere Idee ist, dass sich sozusagen die Interpretation dieser sensorischen Informationen verbessert mit dem Lernen. Und dazu haben wir ein Experiment gemacht. Wir haben Personen trainiert, eine ganz einfache visuelle Aufgabe zu lösen. Und die wurden immer besser mit der Zeit. Was war denn die Aufgabe? Die Aufgabe war, zu entscheiden, ob eine bestimmte Orientierung größer oder kleiner als 45 Grad ist. Okay. Und darüber haben sie eine Rückmeldung bekommen, ob das richtig war oder falsch. Und mit diesem Lernen, also mit der Übung, wurden sie immer besser. Und dann haben wir festgestellt, dass sich die Informationsmenge über diesen visuellen Stimulus in den frühen visuellen Arealen nicht verändert über die Zeit. Aber präfrontale Areale, also da, wo sozusagen das höhere Denken und das Entscheiden stattfindet, dort finden wir über die Zeit hinweg mehr und mehr Informationen. Das bedeutet, das Gehirn lernt dadurch, indem es anfängt, sensorische Informationen besser zu interpretieren und daraufhin Entscheidungen zu treffen. Okay. Und wie können wir das auf den Alltag übertragen? Auf den Alltag könnten wir das vielleicht so übertragen, dass man sagt, bestimmte Weinkenner, die können sehr gut bestimmte Rebsorten auseinanderhalten. Wir alle haben dieselbe Repräsentation, ob es ein Weinkenner ist oder ein Laie, aber der Weinkenner hat gelernt, diese verschiedenen Attribute von Wein besser zu interpretieren. Okay, super. Dankeschön.